Hey ho, meine Lieben, heute oder jetzt machen wir das Video hier hinten, weil hier ist es eindeutig kühler, weil für das, was wir jetzt vorhaben, brauchen wir es einfach etwas kühler. Wir machen was total Beklopptes. Ja, hey ho, Freunde, grüßt euch. Also, darf ich das Wort übernehmen? Wir werden heute Weißwürste machen. Leute, die meinen Kanal auch schon abonniert haben, vielleicht einer oder andere, die werden wissen, ich habe letztens original Weißwürste gemacht. Wir werden heute was richtig Perverses machen, und zwar möchten wir Barbecue-Weißwürste zubereiten. Das Interessante dabei wird werden, wir werden dafür den House Rub von Peter benutzen, denn hier hinten steht ausdrücklich droben, schmeckt zu allem, außer für Weißwürste. Und dieser Sache möchten wir heute auf den Grund gehen. Es steht ja drauf, außer zu Weißwürsten, aber das wird ja in Weißwürsten reingemacht. Also es ist ja nicht zu, sondern ist die Weißwurst. Und das testen wir jetzt aus. Ganz genau. In der total verrückten Weißwurst. Für alle, die die Weißwurst richtig original sehen wollen, der Michi wird euch unten in der Infobox mein original Weißwurst-Video richtig so Münchner Bayerisch-Style verlinken. Ja. Ja. Starten wir los. Genau, leg mal los. Vorher schon mal Faust. Hier unten am Tisch. Jo. Yeah. Da das jetzt ein Gemeinschaftsprodukt ist, ganz einfach, ich rede ein bisschen. McAllister darf schneiden und machen und tun. Also, im letzten Video, wo wir bei mir gewurstet haben, McAllister hat ja selber jetzt schon ein paar Mal gewurstet, haben wir die Mixi-Küchenmaschine gehabt. Wer genau aufgepasst hat, hat mitgekriegt, vorne ist das Brät nicht so hundertprozentig rausgekommen. Wir haben eine neue Scheibe und neues Messer gekauft und jetzt funktioniert das Teil einwandfrei. Dann nehmen wir wieder den Wurster von Barbecue Toro. Richtig. Ja, und dann eben, wie gesagt, verzeih mir Peter, den Hauswab. Petersilie, ob man jetzt eine frische nimmt oder die tiefgefrorene. Ich glaube, das ist bei der Petersilie ziemlich wurscht. Zumindest jetzt im Winter. Dann haben wir Schweinedarm. Ja, warum Natron? Also normalerweise nimmt man Phosphat in der Metzgerei. Phosphat konnte ich heute leider nicht auftreiben. Alternativ kann man auch Natron nehmen. Ist nicht suboptimal, aber wir werden es probieren. Gut. Dann mache ich schnell noch weiter. Wir haben hier Schweinespeck, das ist reiner Schweinespeck. Hier haben wir noch eine Kalbsnuss und hier hinten haben wir eine Schweineschulter. Das sind die ganzen Zutaten, die wir heute brauchen für ein Gesamtbrett von ca. 2 Kilo. Ja, und dann hätte ich gesagt, fangen wir mal mit dem Schnibbeln an. Genau. Okay, also wir fangen an, dass wir jetzt unsere Schweineschulter hier klein schneiden werden. Da macht ihr so große Stücke, wie euer Fleischwolf verträgt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ich werde die jetzt heute hier einfach so in gulaschgroße Stücke schneiden. Da sollte man das dann super durchbringen. Auf was ich ja gespannt bin, ob die Weißwürste nachher wirklich weiß werden oder ob sie ja leicht andere Farbe annehmen vom Wap. Ja, also das kann ich dir wahrscheinlich vorher schon beantworten, die Frage. Soll ich es denn? Ja, natürlich. Ich behaupte, die Tendenz durch das, dass in dem Rub von Peter hier Paprika enthalten ist, wird das wahrscheinlich einen leichten Rotschimmer bekommen, unsere Weißwurst. Also geil, vielleicht kriegen wir rosa Würste. Ja, das wäre natürlich super fantastisch. Unser Kalbsfleisch, das werden wir genauso portionieren. Ganz klar. Vom Verhältnis her schaut er da, dass er ungefähr die Hälfte an Fleisch habt. Sprich, ihr könnt reines Schweinefleisch nehmen, ihr könnt auch nur Kalbsfleisch nehmen. Die originalen Münchner Weißwürste sind tatsächlich wohl nur aus Kalbsfleisch, wobei da die Variationen auch wieder weit auseinander gehen. Ja, hier haben wir jetzt unseren Speck. Idealerweise nehmen wir da Schweinerückenspeck. Da schaut er, dass er ungefähr die gleiche Menge, was er an Fleisch habt, natürlich auch an Speck habt. Sprich, bei 800 Gramm Fleisch nehmen wir auch 800 Gramm Rückenspeck. Und was wir uns natürlich noch Verrücktes ausgedacht haben, zum Garn von den Weißwürsten oder auch Rosawürste, je nachdem wie sie werden. Wir machen das nicht auf dem Herd im Topf, sondern wir nehmen das Sous-Vide-Gerät, weil da haben wir dann genau die Temperatur, was wir wollen. Na, ich hoffe, dass nicht so viel durch die Maschine durchgezogen wird,
Aber egal, das probieren wir einfach aus. So sieht unser Fleisch jetzt hier idealerweise aus, in der Größe. Und jetzt werden wir hier unseren Rub drüber geben. Normalerweise ist es wirklich aufs Gramm immer alles ganz genau abgewogen, was man da braucht. Also Salz ist da der Hauptbestandteil und dann eben einige Gewürze. Aber wir sind ja bei mir und hier wird Freischnauze gearbeitet. Genau, hier ticken die Uhren ein bisschen anders da. Auf jeden Fall tut er das Gewürz da schon mal schön unterkneten. Und ja, ein bisschen gebe ich noch dazu. Definitiv. Weil wir wollen ja, dass dann wirklich richtig nach Barbecue schmeckt. So, aber das sollte jetzt dann reichen. Ja, und wenn er das dann eingearbeitet hat, dann geht's rüber an den Fleischwolf. Okay, wir sind startklar fürs Wolfen. Wir werden jetzt hier anfangen. Michi, du darfst hier dein Gerät anschalten, da dieses nostalgische Gerät. Ja, ich weiß nicht wo. Nostalgisches Hightech-Gerät. Wenn es überhaupt funktioniert. Was ist jetzt? Ah ja, jetzt. So, das erste Mal ist es durchgelaufen. Da ist auch nicht viel Veräumeltes drin. Und was möchtest du uns noch mitteilen? Ja, also der erste Durchgang war jetzt hier mit der 4,5 mm Scheibe. Wir werden als Kutter jetzt dann nur von Junkie Schatzi den Thermomix, heißt der Thermomix, den wir mal benutzen zum Kuttern. Und damit es, da der Thermomix natürlich keinen echten Kutter ersetzt, werden wir werden wir sehen, ich bezweifle es. Auf jeden Fall werden wir dann hier jetzt noch einmal die 2 mm Scheibe nehmen, um einfach schon mal zu garantieren, dass das Brett einfach schon mal von Grund auf ein bisschen feiner ist. Ready für die nächste Runde? Ready, let's go. Start mal, du schaltest wieder an. Ich schalte an, gebe ein bisschen Gas. Und durch das Zeug. Boah, geil. Genau so soll es ausschauen. Jetzt hier rauszubekommen, werden wir jetzt hier die Methode vom Dirty Boy nehmen und stopfen hier einfach ein Backpapier mit rein. Und man sieht tatsächlich, der Rest kommt da raus. Und dann müssen wir halt rechtzeitig aufhören und ausschalten. Weitermachen. So Leute, so sieht unser Brett jetzt aus, wenn es hier durch die 2 mm Scheibe durchgewolft worden ist. Durch das, dass wir das hier wirklich stark durchpressen müssen, entsteht hier natürlich massive Hitze an dem Brett. Und deswegen haben wir jetzt hier gleich ein bisschen Eis dazugegeben, weil wir haben die Temperatur gerade gemessen und waren schon ein bisschen über 10 Grad. Das ist eher schlecht. Wir sollten schauen, dass wir immer unter 10 Grad sind, dass da wirklich eine richtig gute Bindung mit den Eiweißen und dem Fett entstehen kann. Und den Rest an Eis geben wir dann im Kutter dazu, aber das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Und für die ganzen Thermomix-Hasser, wir jagen jetzt das einfach knallhart durch den Thermi. In zwei Hälften geteilt und gib ihm. Ja. Also, ich würde sagen, das ist gut. Das war jetzt bloß kurzfristig. Wir haben auch nicht so viel von der Menge her. Nochmal etwas. Ich kann jetzt auch mal einen Schluck Eis dazu. Pur Eis mit dazu, ja. Lieber zu viel als zu wenig. Ja, der McDuck ist wieder mit nichts zufrieden. Und dann lassen wir es nochmal durchlaufen. Also wir haben nochmal die Menge reduziert.
Wir hatten vorher ein Kilo drin, jetzt haben wir vielleicht noch knapp 500 Gramm drin. Jo Leute, Stück für Stück wird eine Portion nach der anderen fertig gemacht. Ich stelle dann die Schüssel zwischenzeitlich immer in den Kühlschrank, damit wir schön bei unserer niedrigen Temperatur bleiben. Mein Schatz hat jetzt insgesamt vier Portionen draus gemacht, also jeweils 500 Gramm in etwa durch ein Thermik gejagt. Das Zeug ist mega fein. Und jetzt kommt der McAllister. Ja, also Michael hat alles richtig gesagt. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein richtig feines Brett bekommen. Das ist fast schon ideal hier so. Jetzt, wenn wir nur die richtigen Gewürze hätten, wäre das natürlich perfekt. Wir machen keine Original-Weißwurst. Genau. Und wir werden jetzt aber trotzdem hier unsere Petersilie dazugeben. Das sind an Gramm, ja, so ein Dosel halt. Und wie eben schon mal erwähnt, statt dem Phosphat werden wir jetzt hier ein bisschen Natron mit dazugeben. Das Phosphat gibt er eigentlich beim Wolfenschuh dazu, dass da schon mal Bindung entsteht. Bei dem Natron langt, wenn er das jetzt dazu gibt. Da gehen wir so, ja, gefühlt einen Teelöffel voll dazu. Ja, viel ist nicht mehr drin. Nehmen wir alles. Ein so kleines Beutelchen. Genau. Und dann werden wir das einfach mal auschecken. Wir werden jetzt das Ganze hier noch durchkneten, dass ihr einfach mit den restlichen Eisstücken... Ich mal den nach unten gleich. Ich drücke hier. Ja. Das nennt man dann wieder Teamwork. Dass wir dann, ja, aus den restlichen Eisstücken, die wir hier drin haben, einfach nochmal so eine kompakte Masse jetzt hier entstehen lassen können. Ja Leute, an McAllister war das ja nicht gut genug aus dem Thermomix alleine. Jetzt müssen wir das hier auch noch durchjagen. Moment. Der Thermomix war nicht gut genug, sondern wir haben einfach nicht lang genug gekuttert im Thermomix. Ah, so. Es ist einfach für die komplette Masse, die wir haben, ist der Thermomix einfach nicht ausgelegt und deswegen konnte man das alles nicht zu lange kuttern. Jetzt werden wir das einfach hier nochmal in der Maschine, einfach, dass hier eine richtig kompakte, zähe Masse entsteht am Brett, werden wir das hier einfach nochmal gut 10 Minuten, Viertelstunde in dieser Küchenmaschine durchrühren, durchkneten mit dem Knethaken. Und das ist eigentlich der ganze Clou. Also. Okay. Ja, dann lassen wir das Ding erst einmal laufen. Also hier haben wir jetzt unsere Schweinetherme, Naturtherme vom Kaliber 2830. Das ist in etwa die Größe, die wir für Weißwisch so brauchen. Hier haben wir lauwarmes Wasser. Die Därme sind übrigens gesalzen. Sieht man jetzt ja gleich, weil das Wasser hier drüben wird. Und die lassen wir jetzt hier im lauwarmen Wasser einfach für gute 20 Minuten, eine halbe Stunde schön aufweichen. So Leute, jetzt kam Schatzi und ja, hat uns beide rundwerk Hextos gemacht und ich glaube, sie hat mal wieder vollkommen recht. Warum nehmen wir nicht das von der Mixi? Das Ding sieht schon wesentlich geiler aus. Also ich glaube, mit der, ja, wird es mal so richtig geil. Wenn man bedenkt, was diese Mixi-Maschine mal gekostet hat. Es ist, glaube ich, der Thermomix der 70er und 80er Jahre gewesen. Aber wird heute auch noch aktuell verkauft. Und ich tue jetzt hier alles umfüllen und dann sehen wir uns wieder. Halt, ist noch nicht an. Ist noch gar nicht eingesteckt. Du bist ja der Rechte. Halt. Machen wir mal neu. Ja Leute, jetzt haben wir eingesteckt. Weiter geht's. Habe ich den falschen? Muss eine andere Steckdose nehmen bitte. Die gehen, ja, teilweise sind die von der Kabeltrommel defekt. Jetzt haben wir Saft. Jawohl. Einschalten. Auf welcher Stufe? Schnell kneten, langsam kneten. Können wir schnell kneten. Ja, so. Das ist doch fantastisch. Ja. 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 Schatzi, danke. Schatzi. Also, ich bin immer mehr gefallen an dieser alten Küchenmaschine. Wenn ich wieder heimfahre, kaufe ich dir die. Eher würdest du sterben. Das nehme ich in Kauf.
Nein. Ja, du weißt ja, du liegst dann hinten im Garten vergraben. Ja, der Björn will mich immer vergraben. Das ist ein Erbstück von meiner Mama, das kann ich nicht. Nein, Spitzenteil, bin ich schon neidisch. Deswegen habe ich sie auch nie hergeben. Ja, also, gefällt mir auch immer mehr. Jo, ich bin jetzt wirklich mittlerweile froh, dass wir das Ding haben, weil so langsam lerne ich das Gerät auch kennen. Hier heizen wir schon mal auf 75 Grad. Unsere Masse sieht recht ordentlich aus. Vielleicht haben wir zu viel Eis reingebracht. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir sind ja auch keine Experten. Und der Entknotungskünstler McAllister. Scheißarbeit. Aber wird. Jo, der macht das schon. Der hat es ja schon öfters gemacht jetzt mittlerweile. Habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Und ich lasse ihn ganz einfach machen. Der macht es recht gut. Und, kann ich hören? Er kann mich hören. Und ich bin ja vorher auch die ganze Zeit hin und her gesprungen und hin und her gesprungen. Und die Maschinen her und die Maschinen weg und hin und her und hin und her. Ah, Gott sei Dank haben die anderen alle abgespült. Da haben sie doch dann ein bisschen mitgeholfen. Okay, also dann in der nächsten Szene sehen wir dann, wie er das Berät in das Ding rein tut. Ich hoffe, der schmeißt nicht wieder so wie das letzte Mal, wo alles fast an der Wände geklebt wäre oder ist. Und ja, schauen wir einfach zu. Bist du bereit? I'm ready for Rumble! Oder zu Fülling the Wasp, Pressfüllmaschine. Ja, also wir zeigen jetzt hier nochmal das Brett kurz. Also unser Brett hat jetzt hier wirklich perfekte Masse und ist super geil geworden. Hat auch die Masse, dass wir sie jetzt richtig schön abfüllen können. Nicht zu weich, nicht zu hart. Meinst du, es war doch nicht zu viel Eis? Ja, es wird sich zeigen. Ich hätte gesagt, vielleicht ein bisschen zu viel, aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Okay. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier anfangen, dass wir hier unseren Behälter befüllen werden. Jetzt wäre eine zweite, dritte Hand hier noch hilfreich. Hast du irgendwelche Holzkochlöffel oder irgendwas da? Na, freilich. Ah, Traum. Also hier sogar ein Petromax. Den klemmen wir uns jetzt hier so da hinten ein bisschen ein. Dann kann uns das Ding hier nicht zurückstoßen, wenn wir jetzt hier unser Brett reinfüllen. Es sei denn, du schmeißt wieder wie ein Geisteskranker. Nein, ich werde das heute ein bisschen geschmeidiger machen. Aber ich kann dir noch mit meiner Hand noch zusätzlich das halten hier. Michi, du bist ein Schatz. Jetzt warte mal, halt mal. Jetzt halt, dann halte ich so und dann klemmt ja. Das Ding mal wie festbetoniert. Ein Traum hier, ein Traum. Endlich mit Profis arbeiten. Ja. So, wir füllen das Zeug jetzt mal hier rein und danach geht's weiter. Also so voll haben wir das ganze Ding jetzt hier gemacht. Wir haben nur ein bisschen was übrig vom Brett. Wir werden es eh auf zweimal machen müssen, deswegen klatschen wir den jetzt nicht komplett voll. Jetzt werden wir den hier einfach zurücksetzen, bis er einrastet. Und dann werden wir schon mal... Ich drehe das jetzt mal, dass ihr das schön sehen könnt. Dass jetzt dann verhindert werden kann, dass im Darm ein Lufteinschluss ist, werden wir jetzt hier schon mal so viel Brett rausdrücken, bis es hier vorne ansteht. Willst du nicht die kurze Übersetzung nehmen, oder ist es die kurze? Das ist die kurze. So, da kommt schon. Ja, die war die sehr kurze Übersetzung. Man hat's gesehen. Das passt. Tja, dann schauen wir mal, wie gut der McAllister mittlerweile geworden ist. Ja, also hier haben wir jetzt einen so einen Darm. Der hat jetzt eine gute Länge von 4 bis 5 Meter. Da sollte man schon ordentlich was reinbekommen. Jetzt werden wir uns hier erst einmal mit Wasser unseren Stutzen hier schön feucht machen, dass das alles schön drüber flutschen kann. Also ich hätte jetzt gesagt, feucht ist immer gut. Kommt drauf an, wie man das betrachtet. Da hast du aber vollkommen recht. Dann suchen wir uns hier den Anfang vom Darm. Ladies Job. Jetzt wird das Ganze hier drüber gestülpt. Und dann hoffe ich, ich drehe es noch mal ein bisschen, dann hoffe ich, dass ich das so schön hier drüber ziehen kann. Ja, man sieht das schon sehr gut. So, schaut mal, wie das flutscht. Also wirklich herrlich. Das geht dann ratzfatz. Wie oft hast du in der Zwischenzeit, seit du das letzte Mal bei mir da warst, wo wir den Wurst das erste Mal verwendet haben, schon gewurstet mittlerweile? Dreimal? Ja. Inklusive dem Metzger, wo da bei dir da war? Ganz genau.
Okay. Der hat aber einen ganz speziellen Trick. Also der füllt dann vorher in den Darm nochmal richtig Wasser rein. Also wo wir jetzt hier am Anfang drüber gestülpt haben, nimmt der nochmal Wasser und lässt es einmal komplett durch den Darm durchlaufen. Okay. Und dann flutscht das wohl noch ein bisschen besser. Aber so wie ich das jetzt hier zusammenbringe, glaube ich, schaut das schon ganz gut aus. Ja, einwandfrei. So, wenn wir noch kurz vor Ende sind, wird hier so ein Doppelknoten einfach hier reingemacht. Wenn man jetzt so Wurstfinger hat, wie ich, dann geht das besser. Der obligatorische Darmverschluss. So könnte man es nennen, ja. So. Ja, jetzt habe ich halt keinen Doppelknoten, sondern zwei Knoten, aber komm, das lassen wir zählen. Gut. So, dann stülpen wir das einmal hier zurück. Und dann, in der nächsten Szene, geht es dann auch schon los mit dem Befüllen. So Leute, dann gehe ich mal an das Kurbelwerk hier. Du musst mir halt sagen, wie schnell, wie langsam oder sonstiges. Ich ziehe das jetzt noch ein bisschen vor und jetzt fängst einfach an. Ich kurbel ja schon. Ja. So, ein bisschen schneller. Bisschen schneller vielleicht, ja. Also das klappt an sich richtig gut. Unser Sous-Vide-Becken hat übrigens mittlerweile 74,3 Grad bisschen erreicht. Schneller, Michi, bisschen schneller. Bisschen schneller, kann ich machen, ja, kann ich zu machen. Schnell. Ja. Ja, so werden wir es beibehalten können, perfekt. Also die Wurst hier, die muss gar nicht so straff gefüllt werden, wie man glaubt. Weil wir brauchen ja dann auch noch einen Platz, wo man das alles ein bisschen abdrehen können. Wir haben jetzt hier ein paar Lufteinschlüsse, das ist nicht zu wild. Jetzt einmal Stopp. Jetzt geben wir mal das Messer, wo da liegt. Bitteschön. Also wenn ihr jetzt, sieht man das alles hier? Ja, also wenn ihr jetzt hier so wirklich größere Lufteinschlüsse hier habt, dann nehmt ihr einfach mal kurz ein Messerli, piekst einmal ganz kurz da rein, dass ihr da ein kleines Löcherl drin habt, schon geht die Luft raus und dann geht es auch weiter. Es war aber größeres Loch. Ja, okay. Dann würde ich sagen, weiter. Lassen wir das so drauf und tun wir gleich nachfüllen, das Brett. Dann können wir gleich die Wurst durchziehen. Ja, Maschine nachgefüllt, wir können weitermachen. Ein neuer Darm ist aufgezogen und ja, wir wurscheln jetzt noch das restliche Brett raus und ich bin ja jetzt gespannt, wie viel da überhaupt noch kommt. Scheiße! Ich sag's dir noch! Verdammt nochmal! Ja, es gibt halt noch eine Mini-Weißwurst. Tun wir noch mal ein bisschen nach oben und dann wieder reindrucken, weil da druckt es dann auch noch ein bisschen was raus. Und wieder runter. Ja, aus dem Rest muss man irgendwie so. Halt, warte mal. Zieh mal den Darm wieder zurück bis Anschlag. Jetzt möchte ich was ausprobieren. Und jetzt holen wir nämlich einen Kochlöffel und schopfen den Rest noch da durch. Also sparen, sagen die Schwaben! Also der Michi, der verschwendet gar nichts. Sogar den Rest, der sich jetzt hier in unserem Löchlein befindet, holt er mit dem Kochlöffel raus und stopft sie ordentlich rein. Und jetzt kommt dann die Dirty Dirk-Methode. Die wäre? Ja, wirst du gleich sehen. So, jetzt muss ich bloß hier mal das Zeug hier vom Kochlöffel ein bisschen runterkriegen. Weil unbedingt reinlangen in die Pampe will ich jetzt auch nicht. Nein. Also während du hier weiter popelst, ich zeige mal unsere Wurst, die wir hier haben, am Stück. Also die ist, glaube ich, richtig gut geworden. Die werden wir jetzt dann noch abdrehen. Ja. Schaut so ein bisschen Michi zu. Mit so viel Leidenschaft sieht man es selten. Na klar. Ey, denk dran, wie klein das Würstchen vorher war. Das stimmt natürlich. Das ist noch mindestens eine oder zwei Weißwürste geworden jetzt. Jeder Metzger, der das sieht, wird uns wahrscheinlich jetzt dann auslachen. Das ist mir doch wurscht. Schon. Wenn die das Zeug einfach wegschmeißen. Wir sind Pfennigfuchser, gell? Ja. Ja. Vielleicht ist es genau die Weißwurst, die uns sonst gefehlt hätte. Ist möglich. Wir werden sehen. So, und jetzt kommt die Dirty Dirk-Methode. Mit seinem Backpapier.
Warum sollte es hier nicht auch funktionieren? Man muss es halt hier jetzt wieder rauspopeln. Nicht schlecht, Herr Specht. Tja, hättest du mich verblödet oder was? Ehrliche Meinung? Nein. Abgeschnitten Backpapier wieder raus. Oh, ich mit meinen sensationell. Also Leute, ihr müsst jetzt alle mal kurz aufstehen und applaudieren für Michi vor euren Rechnern. Auf die Idee wäre ich jetzt so nicht gekommen. Mal schauen. Ob die Arbeiterhände einen vernünftigen Knoten zusammenbekommen. Ey, ich krieg gleich die Krise hier. Ich schalte dann in einer Stunde wieder zu, wenn wir es haben. Ja, da hat es doch. Hat er feini gemacht. Tja, und ja, wenn man bedenkt, vorher wäre die Wurst so gewesen. Also genau so. Ja. Für mich hat sich dieser persönliche Einsatz jetzt vollkommen gelohnt. Jetzt gehe ich Pfoten waschen. Du bist ein Tier. Mein Schädchenwurst drehe ich jetzt selber ab. Dass wir drei gleich große Stücke haben. Das wären dann unsere Probierele. Ja, ganz genau. Das sind unsere Probiererle. So. Also ich habe meine drei Würste fertig gemacht. Dann mach mal du deine drei Würste hier fertig. Dann schau mal, wie viel. Ach so, ich muss drei machen. Ja, dann machen wir mal einen fliegenden Kamerawechsel. Zip. Also, dann werde ich mein Glück versuchen. Ich werde jetzt auch so gut 10 cm Weißwürst hier machen, so. Ja, die Größe so. Da wird einfach hier ein bisschen abgedrückt. Ihr seht ja, wir haben hier ein paar Lufteinschlüsse drin. Das ist jetzt das Gute, weil durch das Abdrücken wird das Brett dann immer wieder ein bisschen weitergeschoben. Hier am Schluss haben wir jetzt noch offen gelassen. Das, ja, seht ihr dann gleich warum. Auf jeden Fall. Wenn wir dann das Drehen anfangen. Einmal rechts rum. Brauchst du ein Maßband? Du hast nicht gescheit abgedrückt. Das Abdrücken ist mit das Wichtigste. Kam mir so jetzt in den letzten Videos vor, wo ich mal angeschaut habe. Und immer merken, wie rum du zuletzt gedreht hast. Ja, einmal rechts, einmal links. Ja, kann man aber schnell durcheinander kommen. Ja, wenn man brainmäßig nicht der Hellste ist, dann schon. Ja Leute, dann lassen wir McAllister die Würstle jetzt fertig drehen und dann wuchten wir die in das Sous-Vide-Becken. Hey Kollege, wie war das vorher mit dem Brain technisch in die falsche Richtung drehen? Ja, ich werde hier auch zugelabert von dir wie ein Großer. Ja, und schneller ausreden als ein Mauserloch. Aber Leute, es wird. Ja, es ist vollbracht und... Ja, dann schauen wir bei dir doch auch mal zu beim Verknoten. Ich werde meine Hände jetzt erstmal entflutschen. Entflutschen? Ja, flutschen ist gut zur rechten Zeit am rechten Ort. Das habe ich vorher wahrscheinlich falsch gemacht gehabt. Ich habe nicht entflutschit. Oh Leute, das Drama können wir uns nicht anschauen. Nee. Gut, jetzt schauen wir, dass wir die gleich ins Wasserbad reinbringen. Bei 75 Grad genau eine halbe Stunde. Ich schaff's nicht. Immer noch nicht. Ich flipp gleich aus. Also doch ein Drama. Mach die Kamera jetzt aus. Gut, vielleicht schafft das, wenn ich die Cam ausmache. Piep. Bist du doof? Oh, Patricia, ihr habt dünnere Hände wie ich.
Ja. Oh. Ja. Gut, dann schauen wir sie, dass wir sie ins Wasserbad bringen. Oh. Wie er sich abmüht, anstatt dass er es einfach ins Wasser reingleiten lässt. Ich glaube, der Kochlöffel macht gleich einen Abgang. Also, dann hauen wir die jetzt hier rein. Und schaut euch jetzt die Farbe nochmal an. Ja, und meine drei Schmeißig. Jetzt sind sie noch so leicht rosa und die werden jetzt dann wirklich im Idealfall richtig weiß werden. Michi, wir 30 Minuten wolltest du? 30 Minuten Pi mal Daumen, ja. Oder wie du immer sagen würdest, etc. pp. Wenn du genau 30 Minuten willst, stelle ich das auf genau 30 die Minuten. Machen wir. Kurz, die Temperatur ist etwas abgesunken, wird aber gleich wieder hochgehen. Wichtig ist jetzt auch noch, dass er schaut, dass er das Ganze irgendwie abdeckt, weil wenn ihr die Würste hier so außen rausstehen habt, dann kriegt es hier oben so einen gräulichen Rand. Deswegen müssen wir jetzt irgendwas suchen, dass wir das hier abdecken können. Das sagt, dass die komplett. Mir jetzt. Ich such was. Ich hab was. So Leute, noch eine neue Anwendungsmöglichkeit für unsere Deckelhalter. Man kann damit auch Weißwürste beschweren. Ein Handtuch unten einlegen und die Dinger oben drauf wuchten. Ja, jetzt heißt es noch die 27 Minuten abwarten und dann yam yam. Das erinnert mich jetzt an meine Frau Ausbilderin in meiner Lehrzeit. Die hat ihm gesagt, alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen. Ganz genau. Ja. Der Mackie ist mal wieder neugierig. Wie Männer halt so sind. Wir haben jetzt 10 Minuten rum und wir werden jetzt mal schauen, ob die Würste schon weiß geworden sind. Oder ob wir wirklich rosa Würste haben. Ich glaub's nicht. Ich glaube, die sind wirklich weiß. Ja! Tada! Faustkollege! Jawohl! Bin ja gespannt, wie sie schmecken. Leg wieder drauf. Yes, beschwör mal wieder, dass sie unten bleiben. Gut, es wirkt sich halt jetzt etwas auf dem Wasserumlauf aus. Aber naja, mein Gott, das ist halt jetzt so. So, meine Lieben, das Gerät hat abgeschaltet und Spannung. Ja, wir holen sie raus. Ich halte es nicht aus, Michi, ich halte es nicht aus. Oh, jetzt bräuchte man noch unten eine Schüssel oder irgendwas. Ja, den wieder. Ja, ja, genau. Haben wir zwar gerade abgespült, aber hey, was soll's. Leute, schaut euch die Würste an. Geilo. Ein Geilomat 3000. Und da haben wir schon kleine? Unsere Probierle. Die tut sich gleich da, ja. Ja, die tue ich jetzt, komm. Komm, die probieren wir gleich. Ich stelle es. Oder tue sie da rein. Dann holen wir die anderen raus. Jo, bitteschön. Ich schneide die gleich mal in zweier Portionen. Ich hole mal schnell ein Messer. Mach das, mach das, mach das. Und ich bin ja echt gespannt, wie sie von der Konsistenz und vom Geschmack sind. Ob wir am Barbecue-Geschmack reingebracht haben. Peinlich, ja, peinlich. Es ist schon spät, aber da kommt die helfende Hand noch dazu. Hervorragend. Dann wechselt es euch ab. Unten. Na, das funktioniert doch hervorragend. Ey, wir machen am Metzger. Und gleich können wir unser Probiererchen machen, Leute. Scheiße gelaufen. Ja, Leute. Die Festigkeit, Konsistenz ist nicht ganz so. Wir müssen mal ganz ehrlich sagen, haben es jetzt nochmal ins Wasser rein und tun nochmal ein bisschen nachbrühen. Mal gucken, ob es vielleicht noch etwas fester wird. Also meine Meinung dazu ist tatsächlich, man merkt, dass das Phosphat fehlt. Wir haben hier keine Bindung in die Wurst wirklich reingebracht. Da hat die Konsistenz einfach ein bisschen getäuscht. Also die Bindung hat nicht stattgefunden. Ich kann das jetzt gerne einmal demonstrieren. Also das Zeug ist innen drin labbrig, da hält nichts zusammen. Und wenn man das Ganze jetzt aufmacht hier, also ja, es ist ein bisschen, durch sind sie definitiv, ja, aber die Wurst schaut dann am Ende so aus, stellt er scharf.
Mal Senf drauf. Ein komisches, pelziges Zungengefühl. Muss ich ganz ehrlich sagen? Ja. Also hat mit Weißwurst jetzt so gar nichts zu tun, wie es tatsächlich in meinem Video war. Auch vom Geschmack her. Also zu wenig Geschmack von allem. Und, du hast gewürzt? Ich habe gewürzt. Es fehlt da einfach Salz dran und ja. Eine normale Weißwurst schmeckt eh fast nach nichts. Da hat die auf alle Fälle ein bisschen mehr Geschmack. Schade. Ausschaut haben sie fantastisch. Mhm. Naja, und so. Naja. Aber mit Senf schmecken sie. Naja, man kann sie jetzt zuzeln. Dann können sie in Original Bayern nicht beschweren, dass die Weißwurst nicht gezuzelt werden. Ja, da muss man sagen, Peter, also dein Rub, der Spruch, der hinten drauf steht, der stimmt. Für Weißwurst so nicht geeignet. War es ein Testvideo von Peters Rapp? Nein, aber so, ich denke schon, dass wir sie aufessen werden. Also wegschmeißen tun wir sie mit Sicherheit nicht. Ja, vielleicht werden sie ein bisschen fester, wenn sie abkühlen oder was. Und wenn sie wieder aufgewärmt werden, vielleicht sind sie dann auch besser. Aber da machen wir dann noch eine extra Szene. Die machen wir genau. Ganz genau. Leute, bis zur nächsten Szene. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück in Sachen Weißwurst. Der da hinten randaliert schon wieder. Das kann ich am besten. Ja, also wächst der Konsistenz von der Weißwurst. Haben wir keine andere Wahl, als sie einfach nochmal. Wo haben wir es? Auf die Feuerplatte drauf zu schmeißen. Und dann gucken wir mal, ob sie damit etwas fester wird noch. Und an alle Bayern und sei hiermit verziehen, dass wir sie angrillen. Ja. Den Badener macht das er hat gemurkt. Und ja, jetzt probieren wir es einfach einmal und dann sehen wir weiter. So Leute, jetzt kommt der Test mit der Weißwurst angebraten. Das Pelzige von gestern, ja, ist doch relativ weggegangen. Schmeckt trotzdem fad. Ja, etwas fad. Da hat der gute McDutchy eindeutig zu wenig von dem Gewürz reingetan. Aber es kommt durch. Also ich schmecke nur Petersilie. Soll ich da was verraten? Was denn? Ich glaube, das Ganze machen wir nochmal mit Phosphat dann. Da wird's sicherlich. Und dem Bädergewürz. Du weißt ja jetzt, wie es läuft, jetzt kannst du es ja selber machen. Auch wenn der Bäder mir schon gedroht hat, dass er uns von der Freundesliste runterschmeißt. Hat er? Ja. Doch. Aber es kommt nicht schlecht. Also, es wird mit Sicherheit nochmal, aber dann ein bisschen weniger Menge. Ja. Da machen wir dann bloß die Hälfte. Werden wir nochmal machen und da wird es dann nochmal ein Kurzvideo geben. Also wenn du das nächste Mal dann vielleicht wieder vorbeikommen darfst. Nächste Woche dann. Na, schauen wir mal. Wer Sindelfingen? Ganz genau, deswegen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und das wird jetzt eins sein, da mache ich was zum Essen. Zeit wird's ja. Und nochmal der kurze Hinweis, wenn ihr sehen wollt, wie die Weißwurst richtig läuft, der Verweis auf meinen Kanal. Michi wird es unten verlinken. Da schaut ihr euch an, wie das richtig läuft mit Originalgewürzen, wenn wir jetzt keine Barbecue-Weißwurst machen. Und Phosphat, nicht, was hast du Nikon gehabt? Natron. Naja. Es geht nicht. Okay Leute, bis zum nächsten Video. Macht es gut. Michi, ich esse jetzt die Weißwurst. Ja. Wir haben ja heute noch zwei Opfer dazu bekommen. Die seht ihr dann im nächsten Video.
falsch, 3 Opfer. Opfer! Der Thomas wird uns das Ding jetzt fachgerecht zerlegen. Fachgerecht, schauen wir mal. Der muss das können.